Meine lieben Geschwister, lasst uns versuchen, uns vorzustellen, dass dieser Tag mein Tag sein könnte. Der Tag, an dem der Engel des Todes kommt, um meine Seele zu holen. Stell dir vor, im Morgengrauen klopft er an deine Tür und sagt, zum Maghrib komme ich dich holen, bereite dich darauf vor. Wie würde der Tag für dich aussehen? Wie würdest du diesen Tag verbringen? Würdest du den halben Tag auf YouTube sein? Würdest du den halben Tag auf Facebook scrollen? Aber Sheikh, es ist doch halal. Es geht nicht bloß um Halal und Haram, sondern dass es sich nur noch darum dreht. Erfüllst du das, was Allah subhanahu wa ta'ala von dir verlangt oder nicht? Erledigst du deine Aufgaben im Leben, wegen der dich Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat? Wenn du weißt, dass der Tod in 10 Stunden kommt, Wallahi, dann gehst du nicht in die Firma. Auch nicht zum Ehepartner oder zu den Kindern. Du rennst zur Moschee und weinst und flehst Allah an. Du würdest Koran lesen. Ja Allah, vergib mir. Du würdest keine Minute vergeuden. Wie wäre es, wenn der Engel um Mitternacht zu dir käme? Wie wäre deine letzte Nacht auf der Erde? Würdest du erstmal bis Fajr ausschlafen? Würdest du die Nacht durchschlafen? Würdest du vielleicht Fajr verschlafen? Oder würdest du dir den Wecker für Tahajjud stellen? Wallahi, diese Nacht würdest du kein Auge tun. Du würdest keine Minute vergeuden. Du würdest Koran lesen. Du würdest Allah anflehen. Ja Rabbi, ja Rabbi, vergib mir. Der wahre Gläubige, meine lieben Geschwister, lebt genau so. Er wartet nicht auf den jüngsten Tag, um ein besserer Mensch zu werden. Der Gläubige, meine Brüder und Schwestern, möchte alles erledigt haben, bevor sich der große Tag überhaupt nur nähert. Er ist stets darauf gefasst, dass der jüngste Tag vielleicht heute Nacht schon beginnt. Dass es jeden Augenblick vorbei sein kann. Und wegen dieser Erkenntnis strengt sich der Gläubige an. Tag und Nacht ist er mit den anderen Gläubigen im Wettlauf. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und beeilt euch um Vergebung von eurem Herrn. Es ist ein Wettlauf, meine lieben Geschwister. Ein Wettlauf, um Allahs Vergebung zu erlangen und einen Paradiesgarten, dessen Breite wie die Himmel und die Erde ist. Meine lieben Geschwister, jene, die Iman haben, schieben ihren Dien nicht hinaus. Jene, die Yaqin und festen Glauben haben, wissen, dass die Zeit jeden Augenblick ablaufen kann. Die Zeit ist knapp. Sie vergeuden keinen Augenblick. Wenn sie einen Wandel wollen, wenn sie bereuen wollen und zu Allah zurückkehren möchten, zögern sie diese Reue nicht hinaus. Einige Leute sagen, wenn sie bessere Muslime werden möchten, inshallah werde ich im Ramadan, diese Einstellung können wir oft hören. Im nächsten Ramadan werde ich mich ändern. Nach dem Hajj, inshallah, werde ich 100%ig aufrichtig sein. Mein Bruder, meine Schwester, wer garantiert dir, dass du den nächsten Ramadan erlebst? Wer garantiert dir, dass du bis zum Hajj leben wirst? Der wahre Gläubige handelt sofort. Er verschiebt nicht, er zögert nichts hinaus. Er wartet nicht auf den perfekten Moment,